Und wir sind nicht zu Hause. Nein, wir sind in der Nähe von Stuttgart. Und es kam ja jetzt von mir, von den Fit and Food Week, kein Video. Manche werden denken, ja, Anne, so wach, jetzt hast du schon wieder abgebrochen. Nee, ich habe das extra so gemacht, weil an meinen Rest Days habe ich jetzt eigentlich nicht geplant, die Weeks fortzuführen. Weil, ja, da mache ich eigentlich keinen Sport und deswegen kann ich euch da nicht mitnehmen. Aber dann könnt ihr gleich jetzt hier erfahren, dass ich mindestens zwei Rest Days in der Woche mache und die total spontan sind, weil jetzt ist es ja super spontan gewesen. Ihr seht nämlich, wir liegen im Bett und da draußen ist die Schwäbische Alb. Ist das die Schwäbische Alb? Nee, nur der Beginn. Aber auch der Beginn ist die Schwäbische Alb. Okay, da hinten beginnt die Schwäbische Alb. Wir sind deswegen bei Familie, weil. Mein Bruder hier wohnt. Ja, wir haben das verbunden. Einerseits können wir bei Familie übernachten und unsere Nichte besuchen. Und darüber hinausgehend habe ich morgen Gerichtstermin hier in Stuttgart. Und dann habe ich gedacht, hey, dann können wir das super verbinden. Und haben das so ein bisschen spontan gemacht, dass ich nicht nur nach Stuttgart fahre, sondern wir einfach auch einen Tag dranhängen. Und deswegen heute in Stuttgart aufgewacht. Oh. Na, das ist zwar jetzt nicht Schwäbisch. Ach, Schwäbisch. ja, und dann zeige ich euch mal, wie ich hier jetzt trainiere. Wir hatten gerade eben Telefontermin. Gefrühstückt haben wir auch schon. Ganz, ganz ungesund. Und jetzt? Nein, so ungesund was nicht. Nein. Ich habe wieder meine Weedermix gegessen. Beste Empfehlung. Weedermix! Jetzt gehen wir erstmal Gassi, oder? Es regnet gefühlt zum ersten Mal seit 2 Jahren nicht mehr. Mama! Guck mal, was sind das für Haare? Was für Haare? Oh ja. Mr. Trump? Mr. Trump? It's time! Build the wall! Der Tag zieht irgendwie so an mir vorbei. Jetzt ist irgendwie schon Nachmittag, ich glaube schon 2. Und ich bin leider noch nicht zu so viel gekommen. Wir waren jetzt Gassi mit den Hunden, mit der Familie. Und ich muss mich leider wieder in meine Höhle hier zurückkriechen, weil ich noch arbeiten muss. Da liegt noch. Seht ihr das? Da liegt noch eine Akte. Und ja, ich bin hier am PC. Und jetzt habe ich mir von oben Essen geholt, weil wir Essen quasi geholt haben. Und ich zeige euch mal, was das ist. Das ist eins meiner aller, 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 aller Lieblings vietnamesisch, so Vietnamese-Style Essen. Und ich könnte es, glaube ich, neben Sushi und Süßigkeiten jeden Tag essen. Genau. Ich muss noch Besteck holen, aber das sind solche Glasnudeln, nicht Glasnudeln, Reisnudeln, genau. Mit angebratenem Tofu. Hier noch ein bisschen Gemüse. Dann mische ich das alles zusammen. Dann kommt noch ein bisschen Sojasauce und Zitrone drüber. Und dann bin ich auch schon happy. Jetzt muss ich als allererstes Besteck holen und dann ganz, ganz böse essen, arbeiten, alles im Bett. Es ist bei uns schon Viertel vor 5. Und wir haben gedacht, es wäre doch jetzt mal an der Zeit, dass wir trainieren. Ich ziehe jetzt auch meine Turnschuhe an. Turnschuhe. Und wir haben die Möglichkeit, Gott sei Dank, hier im Warmen ausnahmsweise zu trainieren, weil Daniels Bruder und die Freundin haben nämlich im Haus sich so ein kleines Fitnessstudio eingerichtet, was ich echt cool finde. Es hat zwar nicht so eine hohe Decke, weil es nur mal ein Decken hat, aber echt viele funktionale Sachen drin. Und ich fühle mich eigentlich heute überhaupt nicht nach Training, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das liegt daran, dass ich typische Frauenprobleme gerade wieder habe. Ihr wisst, was ich meine. Und ich habe da immer als Problem, ich bin immer Tage vorher total vollgeschwemmt mit Wasser und aufgebläht und weiß der Geier. Und ich glaube, das haben auch ganz viele von euch, das Problem. Und mein Problem ist, während, kurz vorher kriege ich Krämpfe im Bauch so ein bisschen, nicht dolle, aber nur ein bisschen. Und an einem Tag, und das ist natürlich heute, habe ich den ganzen Tag einfach so Kopfschmerzen. Aber meistens beim Training wird es bei mir meistens ein bisschen besser, wenn ich mich viel bewege. Bin heute viel spazieren gegangen, es war gut. Und der da unten macht mit. Und ihr seht, da drüben übernachten wir. Und hier ist der kleine Fitnessraum. Noch Geräte gibt es hier. Es gibt hier sogar einen Kabelzug, was echt cool ist. Und da liegt auch eine der ersten Bodykiss-Matten. Bist du bereit? Nicht weglaufen. Let's. Heute Oberkörper und ich würde eigentlich am Ende noch ein bisschen Bauch machen.
Und ich mach Daniel mit. Daniel macht nämlich auch gerade ein paar Liegestütze. Oberkörpertag. Ich mache ja selbst nicht so viel Brust, weil ja, ich hatte vorher auch nie Probleme irgendwie mit unstraffer Brust oder ähnlichem. Jetzt habe ich ja eh Implantate drin seit, boah, seit wann eigentlich? Gute Frage. Gute Frage, ha? Also 2 Jahre schon her, oder? Stimmt. 2 oder sogar 3? War es 2 Tage? Kurz nachdem ich mir den Popo machen lassen habe. Den Brazilian Butt Lift. Auf jeden Fall. Was ganz viele, also ich glaube, es ist auch eine der Hauptprobleme neben, ich sag jetzt mal Bauch, Beine, Po, ist die Frage mit der Brust. Und ob die kleiner wird durchs Training. Wisst ihr, warum Brüste wirklich kleiner werden? Wirklich? Und das könnt ihr in tausendfacher Ausführung sehen. Der Hauptgrund, warum Brüste kleiner werden, ist, wenn man radikal abnimmt und zunimmt, abnimmt. Also dieses typische Jojo hoch, runter, hoch, runter. Da wird Fett abgebaut, natürlich durch die Abnahme, was ja super ist, aber besonders beim Brustgewebe ist es so, wer da wirklich radikal immer so Jojo-Effekt-mäßig zu und abnimmt, da geht so viel Brustfettgewebe verloren, was nie wieder zurückkommt. Man sieht das als krasses Beispiel bei Bodybuilderinnen, die nehmen halt immer in ihren Phasen ab und zu und irgendwann kommt die Brust auch bei der Zunahme, also bei ihrem Normalgewicht nicht wieder und dann sind die fast immer gezwungen, Implantate reinzumachen. Also immer gesund abnehmen, langsam abnehmen und dann da drin bleiben und nicht immer diesen Jojo-Effekt hoch und runter, Sommer, super dünn, Winter, wieder nicht dünn. Also lieber sagen, ich mache alles ganz langsam und dann bleibe ich dabei. Ich wollte euch mal fragen, weil ich mache ja relativ oft Übungen, die so Plank-Varianten drin haben, also Stütz-Varianten und aber immer sowas wie jetzt gerade, da mache ich manchmal Hip-Dips, Mountain-Climbers und die sind ja alle sehr, sehr gut für den Bauch, aber die ganz normale Plank, also die man oft so in Challenges sieht, die ist eigentlich relativ schlecht und wollte mal so ein Mythos-Buster-Video auf meinem Kanal sehen, wo ich so ein bisschen mit Mythen aufräume, was den Sixpack betrifft und wie man seinen Bauch wirklich richtig trainiert. Also gebt dem Video mal einen Daumen hoch, wenn ihr sowas sehen wollt. Oder kommentiert dazu mal so ein bisschen Fragen, die ihr speziell habt. Nee, 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 jetzt keine Ausreden. Tammy. Momo. Momo? Wie? So. Normaler Kleidung. Momo, was hast du da? Wie kommst du an dieses Geschlüpp? Wo kriegen Hunde sowas her? In einer Wohnung. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall mit der Familie essen. Und zwar geht es zum Italiener, unser Lieblingsitaliener hier, wenn wir von der Familie zu Besuch sind. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Spaghetti aus dem Käseleib esse oder eine Pizza. Und sofort, ob ich euch die ganze Woche eigentlich nur seltsames Essen gezeigt habe. Aber so sind Wochen bei mir manchmal. Und da esse ich mal gesund, dann wieder nicht. Heute gab es mittags was zu mitnehmen. Morgens ganz, ganz normal Frühstück mit der Familie. Und abends gibt es jetzt Italiener.
Und ja, das ist, finde ich, ist genauso schön, dass man sich auf sowas freuen kann und dass sowas wichtig ist. Und Essen ist für mich so ein super wichtiger Teil meines Lebens. Und dann werde ich schon zusammenpacken, weil morgen früh geht es ganz früh weiter. Und dann habe ich noch einen Gerichtstermin und dann geht es wieder Richtung Heimat. Aber das seht ihr auf jeden Fall im nächsten Teil meines Fit and Food Week Journals Tagebuch, wie ihr es nennen magt. Mögt. Oh oh. Ja, ich hab's viel versprochen. Ja, nur bis Dienstag. Das ist fein arg, finde ich. Das hast du gehört. Jetzt kommt sie gleich, die Pizza, gell? Oh mein Gott, so lecker. Tanja hat fast den ganzen Salat jetzt leer. Okay. Ich glaube, es ist auch so sein Tipp, damit er später nicht zu hungrig die Pizza isst, oder? Nee. Die kommt so oder so weg. Wo ist sie? Wo ist sie? Da hinten. Ich warte nur, dass die Pizza bringt, damit ich das nicht erst anmache. Die waren noch gar nicht drin. Pizza Raffaele. Raffaele, da? Ja, weniger. Oh. Ah, so richtig knautschig ran. Schick, schick. Und meine. Mit Büffelmozzarella, Tomate und Basilikum. Wir erholen uns jetzt von unserem Food-Baby. Es war so lecker, aber so viel. Wenn man schon was Bauchweh hat, wenn man zu viel gegessen hat, dann weiß man, dass man alles richtig oder falsch getan hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Tschüss. Tschüss.